Also. Und dann so. Ich verstehe. Ah, cool, jetzt können wir uns wieder die Leute angucken. Das sind Blooms Überwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Den kaputt gegangen. Recycle Trash Can. Ja, niemand ist sicher. Okay, bin drin. Jetzt Racine. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Muss ich mich jetzt hier wieder freikämpfen? Okay, ich habe 3 Punkte. Ich würde sagen, wir hacken auch mal Hubschrauber. Falls noch mal so ein Polizeifritze kommt. Oh, Brücken öffnen und schließen ist auch geil. Okay, ich müsste hier jetzt eigentlich rauslaufen können. Eigentlich. Also sofern keiner versucht, mich in ein Reservoir zu schubsen. Nehmen wir mit. So. Wo ist mein Auto? Ich habe das doch hier geparkt. Also...
Dann nehme ich mir halt von denen ein Auto. Nicht, dass ich das für eine sinnvolle Idee halte. Also wenn ich gerade viele Leute umgebracht habe, dann gehe ich nicht hin. Da sich der Rächer auf unseren Straßen herumtreibt, möchten wir eine Expertenmeinung. Dr. Diana Bertrand ist eine Kriminalpsychologin aus New York. Doktor, was halten Sie von dem Rächer? Klassischer Heldenkomplex. Und die Medien stärken seinen Wahn nur. Sie geben ihm einen Spitznamen, berichten ausführlich über jede seiner Aktionen und das gibt ihm natürlich Kraft. Er hat einzig und alleine das Interesse, sich selbst zu helfen. Diese Person ist egoistisch, vielleicht auch narzisstisch. Sein Glaube, dass er die Stadt besser von Kriminalität befreien kann als gut trainierte Profis, wird nur dazu führen, dass jemand ernsthaft verletzt oder gar getötet wird. Was braucht es denn, ihn aufzuhalten? Inhaftierung oder Tod. Also da mochte ich den anderen Psychologen mehr. Allein schon, weil der meine Meinung teilt, das Wort irre ist doof. Weil die meisten Leute, die irgendeine psychische Störung haben, sind nicht komplett durchgeknallt. Die sind halt entweder extrem problembelastet oder haben halt wirklich eine Störung, funktionieren aber auf anderen Gebieten super. Also, naja, egal. Ich reg mich da nicht drüber auf. Doch, tue ich, aber egal. Junge, du standst im Weg. Wie komme ich denn da hin? Also dieses Auto ist grauenhaft. Ehrlich. Und damit fahren die Bösen rum? Mit so einer Krücke? Ah nein. Entschuldigung. Ich hätte doch nicht abbiegen sollen. Aber ich will jetzt eigentlich bis hier vor. Dann links rum und hoffen, dass ich irgendwie da oben raufkomme. Sieht aber gut aus. So, jetzt. Scharf links. Ey, dieses Auto ist grauenhaft. Merken uns, wir klauen nicht mehr die Autos von Bösen, die haben nämlich Scheißkarren. Aber das mit den Brücken ist echt nützlich, wenn ich nochmal... Achso. Bisschen weiter noch. So. Wo weichst du denn hin aus, du dumme Trolle? Nein, Y. Doch, da. Okay. Zerbrechliche Ware. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Oh, guck mal. Augen auf!
mal, dich kann ich auch springen. Was zum? Wie geht das Ding aus? Wie geht das verfickte Ding wieder aus? Scheiße. Noch eine. Ich will nichts sagen, aber er hatte schon vorher Verluste. Oh, du hast den Sicherheitscode? Ich kann nicht nur ablenken. Ich warte, bis Panzerman vorbeikommt und dann versuche ich das da zu sprengen. Yes! Yes! Panzerman ist nämlich scheiße. Ich gehe mal von der anderen Seite ran. Da waren nicht so viele.